Werbetexte. Also los. Texte. Hab ein Blackout. Total Blackout. Kaffee. Hm? Schon da, Benedikt. Kaffee belebt das Gehirn. Wird Ihnen gut tun, Benedikt. Ich habe ihn ganz besonders stark gemacht. Voilà. Henriette. Ja? Haben Sie unsere Absprache vergessen? Welche Absprache, Benedikt? Ich habe Ihnen doch gesagt, ich will Sie eine Weile nicht sehen. Es stört mich bei der Arbeit. Sie sehen mich ja gar nicht. Nur die Kaffeekanne. Komm, gib sie her. So, und jetzt zeigen Sie sich bitte. Voilà. Merci beaucoup. Sie haben es anders überlegt, nicht wahr? Nein, habe ich nicht. Kommen Sie mal mit. Henriette, sehen Sie mal, ich habe Ihnen dieses Gästezimmer zur Verfügung gestellt. Und das ist doch sehr nett, oder? Ja, die anderen Zimmer sind gemütlicher. Naja, also Gästezimmer sind im Allgemeinen immer etwas ungemütlicher, damit die Gäste nicht so lange bleiben. Ich habe schon verstanden. Très charmant. Oh, Henriette, ich halte mich doch bloß an unsere Abmachung. Sie können vorübergehend hier bleiben. Hier in diesem Gästezimmer. Aber warum müssen Sie denn unbedingt immer durch die ganze Wohnung geistern? Ich bin eben nicht gern allein. Ja, aber sehen Sie, das ist ja genau das Problem. Ich muss alleine sein, wenn ich arbeite. Ungestört, weil sonst fällt mir einfach... Hm? Oh. Das war knapp. Sehen Sie, wenn Sie mich nicht hätten. Ach, jetzt soll ich mich bei Ihnen noch bedanken, ja? Dafür, dass Sie mich so nervös gemacht haben, dass ich beinahe die Vase runtergeschmissen hätte. Na ja. Was ist denn das für eine Logik? Das ist überhaupt keine Logik. Ja, das ist ja... Ach, das ist doch zu viel. Das ist doch einfach zu viel. Oh nein. Ich gebe mir Mühe, Sie nicht mehr nervös zu machen. Henriette, das wäre wirklich zu schön von Ihnen. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Mein Chef, die Werbeagentur, alle warten händeringend auf eine Idee von mir. Worum geht es denn da? Ach, hier um einen Obstler. Der Auftraggeber möchte einen neuen Markennamen und eine neue Werbekonzeption. Oh, j'ai compris. Ja? Dann sind Sie dafür zuständig. Oh, da haben Sie aber einen wichtigen Posten, nicht wahr? Ja, da habe ich einen sehr wichtigen Posten. Aber diesen wichtigen Posten bin ich auch genauso schnell wieder los, wenn mir nichts einfällt. Und mir fällt nichts ein. Und warum nicht? Ihretwegen, Henriette. Schlicht und einfach ihretwegen. Ich kann mich nicht daran gewöhnen, mit einem Geist zusammenzuleben. Das macht mich völlig nervös. Na gut, dann werden Sie mich jetzt eine Weile nicht mehr sehen. Ich ziehe mich auf mein Zimmer zurück. Danke. Ich muss langsam mit dem Layout anfangen. Ja, es tut mir leid, ich habe Probleme. Mit Probleme können wir jetzt nicht brauchen. Wir haben keine Zeit für Probleme. Übermorgen kommt der Kunde. Mensch, und der Kunde will was sehen. Wünschen sich zermarter mir das Hirn, aber mir fällt nichts ein. Nichts leer, die gähnende Leere, das ist wie verhext. Mensch, dass sich das so aus der Bahn wirft. Was? Dass Carla dich verlassen hat. Ja, du. Bist du auch ein Drink? Ja, kann ich gebrauchen. Ja, und die Neue, die du da kennengelernt hast, hm? Ist sie immer noch da? Ja, die ist immer noch da. Du, Ben, ich meine, unter uns gesagt, es geht mich zwar nichts an, aber ich finde die irgendwie ein bisschen strange, du. Strange? Ja. Ja, das ist sie. Sehr strange. Hallo. Hallo. Ihr kennt euch doch, oder? Nee. Das ist Corinna. Du, Corinna! Das ist Ben. Hallo, Ben. Hallo, Corinna. Du, das ist vielleicht ein Temperamentsbolzen, sage ich dir. Die hat mich letzte Nacht sogar geschlagen. Was? Im Tischtennis. Das ist ja komisch. Oh Mensch, Ben, jetzt reißt dich aber endlich zusammen. Du musst dich langsam wieder in den Griff kriegen. Ich brauche deine Texte. Ja, ich weiß, aber mir fällt nichts ein. Es ist wie verhext. Gut. Mach einen Break. Hm? Wir beide machen heute Abend Zucht durch die Gemeinde. Hm? Schon überredet. Na? Wahnsinn.
Henriette? Ja, Benedikt, Sie wünschen? Ja, kommen Sie doch bitte mal raus. Das geht doch nicht. Sie haben mich ja eingeschlossen. Oh doch, es geht. Ich habe gerade gesehen, wie Sie durch die geschlossene Tür gegangen sind. Oh. Ja, kommen Sie bitte. Voilà, da bin ich. Ha! Jetzt weiß ich endlich, warum ich die ganze Zeit so unkonzentriert und nervös war. Ich wusste doch die ganze Zeit, hier stimmt was nicht. Sie können sich nicht nur unsichtbar machen, Sie können sogar durch verschlossene Türen gehen. Wie oft waren Sie eigentlich so unsichtbar und heimlich in meinem Arbeitszimmer? Nicht so oft. Nicht so oft. Nicht so oft. Das ist ja wunderbar. Ich habe überhaupt keine Privatsphäre mehr. Ich werde hier einfach so Tag und Nacht beobachtet, ja? Na, das ist ja der Horror. Aber Benedikt, warum regen Sie sich denn so auf? Was haben Sie eigentlich gegen mich? Das werde ich Ihnen sagen. In einem einzigen Satz, den Sie vielleicht verstehen werden. Sie gehen mir auf den Geist. Ja. Auf Wiederhören. Hallo. Grüß dich, Carla. Was treibt dich denn so früh morgens aus dem Bett, noch dazu mit Reisetasche und allem drum und dran? Ja, du, ich brauche ein Zimmer. Also ich brauche dringend ein Zimmer. Wenigstens für einen Tag, bitte. Warum? Du hast jetzt die ganze Wohnung für dich allein. Ja, ich kann mich momentan da nicht so richtig konzentrieren. Ich hab da so ein Problem. Ein Problem? Sieh das Problem, ha? Deine neue Bekanntschaft. Ja. Wie hieß sie nochmal? Henriette. Ja, ich weiß, es war ein Fehler. Ich hätte sie nie mit zu mir nach Hause nehmen sollen. Jetzt wäre ich sie nicht mehr los. Tja, so geht's auch mal, wenn man sich Hals über Kopf in eine Affäre stürzt. Nein, das war ja ganz anders. Aber wie das war, das kann ich jetzt hier nicht so auf die Schnelle erklären. Also bitte, ich brauche ein Zimmer und zwar dringend. Tja, dann gucken wir mal. So, das hier kann ich dir anbieten. Oh, guten Morgen. Guten Morgen. Machen Sie ruhig weiter. Ich bin gleich fertig. Mhm. Ist das in Ordnung? Ja, danke. Ach, hoffentlich fällt mir hier was ein. Ach, du, so ein Mist. Armer Ben, dir scheint es ja wirklich nicht gut zu gehen. Hm? Ja, ich bin so gut wie am Ende. Übertreib mal nicht. Oh. Du, ich bin enttäuscht. Das ist nicht der Ben, den ich kenne, der sich irgendwo hin verkriecht, nur weil man nicht gleich alles so klappt, wie er will. Das ist eine Ausnahmesituation. Was soll ich denn bloß machen? Was? Na was? Was? Oh. Du sollst nicht rumjammern. Du schaffst es. Du wirst dein Problem lösen und deine Arbeit, die schaffst du auch. Meinst du? Na klar. Du bist ja schließlich ein guter Texter. Wirklich? Wirklich. Kannst du das nochmal sagen? Seit du von zu Hause weg bist, ist niemand mehr da, der mich aufbaut. Du bist ein guter Texter. Mehr. Du bist ein vorzüglicher Texter. Noch mehr. Du bist der allergrößte. Danke, das genügt, Otto. Das tat gut. Du schaffst es. Ja, ich schaffe es. Ich habe das Gefühl, ich schaffe es wirklich. Ja, also. Wie konnte ich denn bloß an meinen Fähigkeiten zweifeln? Ja, eben. Es geht mir schon wieder viel besser. Gib mir einen Kuss. Du, aber ich komme nicht nach Hause. Die Trennung tut mir nämlich ganz gut. Gib mir trotzdem einen Kuss. Henriette? Hallo? Ja, hier bin ich. Wo sind Sie? Im Sessel. Ja, dann zeigen Sie sich doch bitte. Ich denke, Sie wollen mich nicht mehr sehen. Henriette, ich habe nachgedacht. Es hat keinen Zweck, vor dem Problem wegzulaufen. Das Schicksal hat uns zusammengeführt und jetzt müssen wir sehen, wie wir damit fertig werden. Das ist eine gute Nachricht. Ja. Henriette, versprechen Sie mir nur eins. Lassen Sie mich die nächsten 24 Stunden arbeiten. Geistern Sie hier nicht herum und beobachten Sie mich nicht heimlich. Versprochen. Henriette. Versprochen. Das ist eine gute Nachricht für mich. Ich glaube, ich habe noch eine schlechte Nachricht für Sie. Während Sie weg waren, hat die Agentur angerufen. Der Gesprächstermin hat sich geändert. Er findet heute statt. Was? Um 10. Sie müssen gleich los. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich gedacht, ich habe bis morgen Zeit und jetzt... Oh nein, das halte ich ja nervlich nicht durch. Das ist ja eine Berg- und Talfahrt. Ist das unmenschlich, ist das? Naja, was soll's? Ich muss los. Wenn die nochmal anrufen sollten, dann sagen Sie, ich habe mir eine Taxi genommen. Ich bin in einer Viertelstunde da. Wenn jetzt kein Wunder geschieht. Benedikt, alles meine Schuld.
gleich ins Korn werfen. Ihnen fällt bestimmt noch was ein. Ich glaube an Sie. Das ist ja wunderbar. Alle glauben an mich, bloß ich nicht. Du schaffst das. Er schafft das. Du musst das einfach schaffen. Du, Vinzenz. Ich habe seit heute Morgen hier so furchtbare Schmerzen in der Rippengegend. Ich glaube, das ist eine Rippenfellentzündung. Also, damit sollen wir ja nicht spaßen. Wo willst du denn hin? Na ja, nur ins Krankenhaus, auf die Intensivstation. Ja, schön, schön. Anschließend kannst du gleich beim Schönheitschirurgen anmelden. Warum das? Weil ich dir nämlich gleich einen auf die Nase haue, wenn du jetzt nicht sofort mit reinkommst. Okay. Ja? 3 Tassen Kaffee. Bring ich gleich. Ist das Ihr Ernst, Ben? Ihnen ist nichts eingefallen. Ausgerechnet jetzt. Ausgerechnet jetzt, wo wir endlich mal einen dicken Fisch an Land ziehen können. Ja, ja, ich weiß, Chef, das ist mir auch noch nie passiert. Ich habe eine Krise momentan. Ausgerechnet jetzt haben Sie eine momentane Krise. Jetzt, wo wir mal zuschlagen könnten. Rimbachs Obstler aus Mirabellen, ein Spitzenprodukt. Auf so einen Auftrag warte ich seit Jahren. Ja, es ist schrecklich, es ist ganz furchtbar. Vinzenz, haben Sie nicht wenigstens eine Zeichnung, einen Entwurf? Ohne Text? Wir kennen ja noch nicht mal den neuen Markennamen. Das habe ich nun davon, dass ich euch erlaube, auch zu Hause zu arbeiten. Aber eins sage ich euch, wenn das hier schief geht, dann tanzt ihr wieder jeden Morgen pünktlich um 9 Uhr hier an. Dann führe ich Anwesenheitskontrollen ein mit Stechuhr, ihr Traumtänzer. Vor allem für Sie, Ben, Sie Nulltexter. Ich will Ihnen mal was sagen. Ah! Guten Tag, Chef. Fragen stelle ich. So, bitte der Kaffee. Möchten Sie noch etwas, Chef? Danke, nein. Ein bisschen Gebäck, Ben? Oh ja, danke. Das hat er nicht verdient. Guten Appetit, Chef. Jetzt sagen Sie mal gar nichts mehr. Dabei sollten Sie nur so Spuren vor einquellen. Stattdessen schauen Sie leer in die Gegend, stumm wie ein Goldfischversager. Monika! Verdammt, was soll das? Auch das noch. Jetzt muss ich mir was anderes anziehen. Hier, sehen Sie mal, die Zuckerdose passt auf. Hier, nehmen Sie die Türe. Vorsicht, das fällt runter. Also, bis der Kunde kommt, haben wir noch eine halbe Stunde Galgenfrist. Bis dahin habt ihr was. Habt ihr mich verstanden? Ja, Chef. Der Chef ist auf 80. Ihnen ist immer noch nichts eingefallen, was? Nein, nichts. Sie schaffen es noch, Ben. Ich bin ganz sicher. Vielleicht versuchst du es mal mit dem prickelnden Fußball, Ben, ha? Das soll ja schon oft Wunder gewirkt haben. Das ist aber sehr witzig. Schreibe ich da mit den Füßen? Ben, jetzt muss dir was einfallen, sonst schmeißt er uns beide raus. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Jetzt reiß dich zusammen, Ben. Ich lass dich mal ein bisschen alleine, ne? Denk nach. Ja. Nichts. Nichts. Nicht schlecht. Na ja, wenigstens das Produkt ist gut. Oh Gott, noch 25 Minuten. Das gibt's doch nicht. Vielleicht sollte ich noch einen Schluck trinken. Na. Henriette? Hier bin ich. Sie sind hier? Zeigen Sie sich. Voilà. Das gibt's doch nicht. Was machen Sie denn? Sie können nicht einfach hierher kommen. Ja, sind Sie denn völlig wahnsinnig geworden? Geister können nicht wahnsinnig werden. Ja, werden nicht, aber machen. Und mich machen Sie noch wahnsinnig, wenn das so weitergeht. So werden Sie das Problem nicht lösen. Henriette, Sie sind das Problem. Nur Sie, ich bitte Sie, wenn hier jemand reinkommt, machen Sie sich wieder unsichtbar. Bitte? Danke. Was machen Sie denn jetzt schon wieder? Ich möchte einen Apfel essen. Und meinen letzten Apfel habe ich gegessen. Warten Sie mal. Na Gott, noch mal. Wenn jemand reinkommt, geben Sie her. Très charmant. Und jetzt geben Sie bitte endlich Ruhe. Wo sind Sie? Hier. Ich sitze immer noch hier. Gut. Plaudern wir etwas? Das wird Sie entspannen. Plaudern? Ich habe doch jetzt keine Zeit zum Plaudern. Ich muss nachdenken, ich brauche eine Idee und dafür habe ich noch genau 25 Minuten Zeit. Vielleicht bringt unsere kleine Plauderei auf eine Idee. Ja, also das glaube ich nicht. Nie! Aber Mensch, spinnst du jetzt total, oder was? Oh, hallo, Vinzenz. Na, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Wie geht's dir? Mit wem redest du? Mit wem rede?
Habe ich da eben nicht eine weibliche Stimme gehört? Das ist eine weibliche Stimme? Ach so, eine weibliche Stimme. Es war meine weibliche Stimme. Weißt du, das ist das weibliche Element, ja? Also man muss ja beide zum Klingen bringen, ja? Also weibliche und männliche. Yin und Yang. Ja. Die ewige Weisheit des Ostens. Yin und Yang. Hm? Früher hast du gesagt, es wäre alles Quatsch. Früher, heute, da sehe ich ja alles mit ganz anderen Augen, nicht? Yin und Yang, alles fließt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Dieser Apfel hier zum Beispiel, ja, also, sag mal, ist der nun real? Oder existiert der nur in meiner Einbildung? Pass rein, dann weißt du es. Ist dir was eingefallen, Ben? Ist wie verhext. Oh Mensch, Ben, wie verhext, das kannst du mir nicht antun. Die Möbel sind noch nicht abbezahlt, die nächste Leasingrate fürs Auto ist fällig. Mensch, ich bin total in den Miesen, mir steht das Wasser bis zum Hals. Alles fließt. Verkehrskampf. Ja, ist ja total abartig mit dir. So, bitte. Mensch, der Kunde kommt jeden Augenblick. Wer ist schon da? Tag, darf ich vorstellen? Herr Beck, unser Grafiker. Ah, der Künstler. Guten Tag. Und Herr von Weber, unser Cheftexter. Der Mann mit den Ideen. Genau. Bitte setzen wir uns auf. Frau Schilling, Sie kommen hier für Notizen. Danke sehr. So, ja. Entschuldigen Sie bitte, ich nehme das mal weg. Ach, das macht nichts. Ja. Danke, Entschuldigung. So. Möchten Sie etwas trinken, Herr Rimbach? Danke, jetzt nicht. Danke. So, holen Sie sich einen Stuhl. Ja. Unser Produkt. Ja. Ich höre, wie Sie genascht waren. Ja, das war ich, ja. Also sozusagen Recherche. Recherche? Das Ergebnis? Das Ergebnis? Nun ja, sagen Sie es. Ja, sagen Sie es. Tja, ich würde sagen, also, manchmal, wenn das Sonnenlicht auf der Flasche reflektiert, dann leuchtet der Inhalt geradezu geheimnisvoll. Bestimmt. Also? Ja, also, was? Ja, komm, weiter, Ben, weiter. Ja, Ben, was ist es? Zauberei. Ich meine, zauberhaft. Ein zauberhafter Obstler aus Mirabelle. Zauberhaft? Ja, und wenn man davon trinkt? Also ich meine, diese Mirabellen, die üben eine zauberhafte, eine geheimnisvolle Wirkung aus. So wie Medizin, aber viel wohlschmeckender. Was ist denn das für ein Rezept? Alte Familientradition. Meine Urgroßmutter hat das Rezept ganz alleine zusammengemischt. Das Geheimnis wird nie verraten. Ja, und genau da müssen wir ansetzen. Geheimnis. Urgroßmutter. Geheimnisvolle Mischung. Zauberei. Geisterei. Tja, worauf wollen Sie raus? Ja, worauf wollen Sie raus? Na komm, sag's, Ben, sag's. Ja, Ben, sagen Sie's doch. Ja, was ist es? Ich hab's. Ja? Ja? Hausgeist. Hausgeist, der zauberhafte Obstler aus Mirabelle. Hausgeist, der zauberhafte Obstler aus Mirabelle. Das ist es. Das gefällt mir. Das gefällt mir ausgezeichnet. Na wunderbar. Das ist der Durchbruch. Bravo. Gott sei Dank. Wahnsinn. Sehr schön. Oh! Sagen Sie mal, wie sind Sie eigentlich auf diese Idee gekommen? Ach, wissen Sie, Herr Rimbach, das Schreiben, das ist ein einsamer Job. Wir Schriftsteller, wir sind alle allein. Unser bester Freund ist der Schreibtisch. Mhm. Und die wahre Geliebte? Ja? Die Schreibmaschine. Aber irgendwas oder irgendwer muss Sie doch inspirieren. Nein. Also, das fällt mir alles so ganz von alleine ein. Also dann noch einmal zum Wohle. Zum Wohle. Prost. Oh, was war das denn? Der Hausgeist. Der Haus? Wir haben noch ein bisschen weiter gefeiert. Ja. Euer großer Erfolg.
Sie haben ganz alleine nach Hause gefunden? Also alle Achtung, das ist auch... Das war aber nicht sehr nett von Ihnen. Wo sind Sie? Ach da, ja, ich weiß. Ich war auch nicht sehr nett, aber was hätte ich denn machen sollen? Hm? Hätte ich sagen sollen, ein Geist namens Henriette hat mich auf die Idee gebracht. Hm? Na ja, sehen Sie, also Henriette, jetzt seien Sie nicht mehr böse. Ich möchte Ihnen gerne zum Dank einen Kuss geben. Hm? Jetzt habe ich zum ersten Mal einen Geist geküsst. Oh nein. Mon Dieu. Oh. Jetzt bin ich wohl ein bisschen zu weit gegangen. Henriette? Bin ich jetzt etwas zu weit gegangen? Ja. Entschuldigung. Henriette, es tut mir leid, aber ich möchte mich doch bloß dankbar zeigen. Also, wenn Sie wollen, ja, dann können Sie hier bleiben. Ja? Ja, vorübergehend. Oh. Vorübergehend. Naja, ist doch ganz nett hier, das Zimmer, oder? Naja. Kann ich es dann ein bisschen anders einrichten? Mit ein paar Sachen aus den anderen Zimmern? Aus den anderen Zimmern? Naja, so ein paar Kleinigkeiten, die das Zimmer gemütlicher machen. Naja, wenn es dann sein muss, bitte. Merci. Reicht, oder? Mir auch. Vorerst.